Dieses Set enthält eine Y-Halterung aus schwarzem Acryl mit passenden Löchern für SC8UU Ninja-Kugellager. Diese Kugellager lassen sich einfach aufschrauben und haben alle die gleiche Höhe. Durch M5-Löcher lässt sich ihre Position leicht variieren, um optimales Gleiten zu erzielen. Abstand der Kugellager 140 mm. Dadurch nutzbar für fast alle Pussard-Versionen. Im Set enthalten einmal Polycarbonatplatte, Y-Halterung, viermal SC8UU Linealkugellager, einmal T2,5 Zahnriemenklammer, einmal T2,5 Zahnriemenklammer mit Kanal und Loch für Riemenspanner, dreimal M3 mal 20 Schraube mit Innensechskant, zweimal M3 mal 16 Schraube mit Innensechskant, 8 mal M3 Unterlegscheibe, 5 mal M3 Mutter, 16 mal M4 mal 10 Schraube mit Innensechskant, 16 M4 Unterlegscheibe. Das ist die alte Halterung, das ist die neue Halterung. Man sieht schon, wie stabil die alte Halterung ist im Gegensatz zur neuen. Und ich tendiere zur alten Halterung. Ich werde dann diese Halterung für die Kugellager entfernen, damit ich die neuen Kugellager integrieren kann. Und dann werde ich die alte Halterung wieder verwenden, denn es drückt sich die Platte durch, ist unstabil. Das ist nicht geeignet zum Druck. Und hatte auch Probleme für den Endstop. Das hier ist einmal ein Zahnriemen 2,5 und das hier ist ein Zahnriemen GT2. Vom Material her sind sie identisch, besteht aus Polyurethan, PU, sind beide 6 mm breit und 2 Meter lang. Beide haben zusätzlich einen Stahlzugstrang. Was jetzt hier der Unterschied ist, das hier ist härter und das ist weicher. Das habe ich momentan auf der X-Achse und das auf der Y-Achse. Ich bin gespannt, wie lange es durchhält, denn ich brauche eigentlich 2,5. Das ist total falsch. Das hier ist T2,5 Zahnradset 16. Das T2,5 Zahnradset besteht aus zwei Aluminium-Zahnrädern mit 5 mm Bohrung inklusive M3 Stellschraube. Der T2,5 Riemen ist weicher als der T5 Riemen und lässt sich dadurch leichter handhaben. Durch die geringe Zahngröße wird das Spiel reduziert. Modell T2,5. Anzahl Zähne 16, zweifacher Spurkranz, maximale Riemenbreite 6,5 mm, Bohrung 5 mm. Das hier ist ein T2,5 Zahnriemenführung für 608ZZ Kugellager. Dieser Zahnkranz können durch manuelle Einpresstechnik bequem auf 608ZZ Kugellager aufgebracht werden und sorgen für eine ruhige, reguläre auf das Zahnriemen Übertragungskugellager. Material Brom. SC8VUU X-Halterung Set extra stabil. Dieses Set enthält eine X-Halterung aus Aluminium mit passenden Löchern für SC8VUU Linealkugellager. Diese Kugellager lassen sich einfach aufschrauben und haben alle die gleiche Höhe. Durch M5-Löcher lässt sich ihre Position leicht variieren, um optimales Gleiten zu erzielen. Abstand der Kugellager 50 mm. Dadurch nutzbar für fast alle Pussard-Versionen. Im Set enthalten einmal Aluminiumplatte X-Halterung 6 mm,
dreimal SC8VUU Linealkugellager, zweimal T2,5 Zahnriemenklammer, einmal T2,5 Zahnriemenklammer mit Kanal und Loch für Riemenspannung und integrierten M3-Mutter. Zweimal M3x35 Schraube mit Innensechskant, einmal M3x20 Schraube mit Innensechskant, viermal M3 Unterlegscheibe, dreimal M3 Mutter, sechsmal M4x12 Schraube mit Innensechskant, sechsmal M4 Unterlegscheibe. Das ist die alte Halterung, das ist die neue Halterung. Zu den Kugellager gibt es nichts zu sagen, die sind okay. Die werden hier befestigt. Hier waren die alten Kugellager. Hier ist die Spannung für den Zahnriemen. Was ich hier jetzt besser fände, wäre, wenn ich hier die Position hätte zum Spannen, so wie hier, wäre besser gewesen, weil das Friemeln an einer Position war echt schwierig und die Spannung habe ich zu 100% nicht. Da muss ich ein bisschen tricksen. Das nächste ist, diese Position bleibt mir eigentlich nur übrig für meinen Kopf. Hier habe ich mehrere Positionen, hier habe ich auch gut Platz für die Kabeln. Ich habe genügend Platz für meine Ventilatoren. Das habe ich hier nicht. Und das Kabel muss hier durch, das heißt mein Heizung muss hier durch und mein Prüfer muss hier auch durch. Und das langt mir nicht. Da werden die Kabel abgequetscht. Seht ihr? Da muss ich durch. Hier habe ich nur Platz mit dem Zahnrad. Sieht dann so aus. Es ist sehr eng. Ich habe jetzt geguckt, dass ich die Lüfter links und rechts wieder hinbekomme. Und das passt einigermaßen. Dann fällt auf, dass der Kopf mehr nach links geneigt ist. Somit habe ich auch Probleme mit der Höhe. Der Motor ist zu weit nach links. Ich kann vom Druckbereich nicht genug in Z fahren. Also wenn man das Ganze umdrehen würde in die X-Achse, wäre das viel einfacher als die Y-Achse. Der Kopf zu weit nach links ist. Ich habe hier gar keinen Platz für meine Ventilatoren. Ich habe sie jetzt irgendwie da reingequetscht. Und mit dem Licht habe ich auch geguckt, dass ich die festmache. Und was man hier vielleicht noch gerade sieht, dass mir der Thermostat geplatzt. Ja, hier sieht man es. Da war er dann weg. Habe ich auch bestellt, so wie die Paste. Das da mal hier. Die dauert gut 2 Wochen, bis er da ist. Kommt aus China. Und das ist der Thermostat, der überwacht die Temperatur. Ich brauche genau diesen, weil ich Temperaturen fahre von 185 bis 240 und der ist ausgelastet für 300 Grad. Den gibt es selten in Deutschland, den muss ich leider dann in China oder in den USA bestellen. Der dauert auch gute 2 Wochen, bis er da ist. Und ich darf nur einen bestellen. Das heißt, wenn der nochmal kaputt geht, kann ich nochmal 2 Wochen warten, bis der nächste kommt. Warum die das so geregelt haben, dass man nur einen bestellt, ist mir fraglich. I see what you're wearing. There's nothing beneath it. Forgive me for staring. Forgive me.